بسم الله الرحمن الرحيم. لا أحيي الشعب السوري البطل فقط، إنما أبارك له شهادة أبنائه العظام الذين سقوا بدمائهم تراب الوطن وبذلوا الغالي والنفيس في سبيله، وهم شعلة ومنارة للأجيال القادمة. أنا المساعد المجند عمار الشيخ عمر من كتيبة الأمن المركزي بحرستا، أحمل الجنسية العربية السورية وأحمل الجنسية الألمانية، مجاز حقوقيا من جامعة حلب، سحبت لخدمة العلم في الجيش العربي السوري، ومن ثم وبعد قيام الجيش والأمن والشبيحة بأعمال الشنيعة قررت الانشقاق والانضمام إلى صفوف الجيش السوري الحر. فاسمحوا لي يا شرفاء العالم بأن أسرد لكم ما حصل في بلادنا باللغة الألمانية. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauer und Zuhörer überall auf der Welt und besonders in Deutschland. Dies ist ein Wort an alle freien Menschen, die an Frieden, Demokratie und Gleichberechtigung glauben. Mein Name ist Amar Sheikh Omar. Ich habe die deutsche sowie auch die syrische Staatsangehörigkeit. Ich bin am 7. Dezember 1982 in der Stadt Reda-Wiedenbrück in Kreis Gütersloh geboren in Nordrhein-Westfalen. Habe in Deutschland meine Kinder- und auch Jugendzeit verbracht, wie alle anderen Deutschen auch. Ich bin in Deutschland auf die Schule gegangen und habe später an der Universität Münster deutsche Philologie studiert. Bis zu meinem 22. Lebensjahr. Habe dann mein Studium abgebrochen und bin dann nach Syrien, mein Elternland, zurückgekehrt. Auch hier in Syrien habe ich mich an der Universität in Aleppo eingeschrieben und Rechtswissenschaft studiert. Meine Studienzeit dauerte 4 Jahre, bis ich mein Studium beendete. In Aleppo fand ich auch meine erste große Liebe. Sie studierte Medizin an der Universität in Aleppo. Es hat nicht lange gedauert, bis wir geheiratet haben. In unserer Ehezeit brachten wir einen Engel auf die Welt, ein strahlendes Mädchen mit dem Namen Lina. In dieser Zeit entschloss ich mich, zur Armee zu gehen. Es war damals eine schwere Entscheidung, aber da ich die syrische Staatsangehörigkeit trage, war es ein Muss für mich, dem Militärdienst nachzugehen. Zu jener Zeit wollte ich nach Deutschland reisen, aber es fiel mir schwer, meine Ehefrau sowie meine Tochter alleine zu lassen. Da meine Ehefrau nicht die deutsche Staatsangehörigkeit trägt und ihr Studium noch nicht beendet hatte, deshalb entschloss ich mich, wie alle anderen Syrer, zur Armee zu gehen. Der Militärdienst in Syrien ist eigentlich ganz in Ordnung. Ich habe einen breiten Freundeskreis gebildet und war stolz darauf, ein Soldat an der syrischen Armee zu sein. Ich habe dem Sicherheitsapparat teilgenommen. Doch wie alle Leute wissen, ist Syrien ein diktatorisches Land, wo die ganze Herrschaft in der Hand von Präsident Bashar al-Assad und seiner Familie ist. Ebenso die syrische Armee, die von seiner Familie und den alevitischen Führern geführt wird. Niemand im Lande traute sich aber auch nur ein Wort über ihn zu reden. Das ganze Volk wird von ihm erniedrigt und so behandelt wie Untertanen. Er fühlte sich nicht nur als Präsident, sondern als Gott und Herrscher Syriens. Das syrische Volk wurde behandelt wie Sklaven und alle müssen das machen, was er nur wollte. Wir hatten keine Würde, Demokratie oder auch Gleichberechtigung. Dies waren Fremdwörter für die ganze syrische Bevölkerung. Doch nach dem Sturz vom Präsidenten Hussein Mubarak in Ägypten hat sich etwas bewegt in den Herzen der Syrer. Denn auch wir haben das Recht, in Freiheit und Würde zu leben, wie alle anderen Länder. Ich werde nie die ersten Rufe in der Stadt Daraa vergessen am 17. März, nach der Freitagsgebeten, als die Menschen auf den Straßen gingen und nach Freiheit forderten. Dies war etwas ganz Besonderes, denn wir hatten nicht im Traum daran glauben können, dass so etwas hier in diesem Land passieren könnte. Allerdings wurden diese Demonstranten auf brutalste Art und Weise niedergeschlagen. Viele starben an diesem Tag und viele wurden schwer verletzt, andere wurden festgenommen, nur wenige konnten fliehen. Doch das große Ereignis war die kommenden Tage. Präsident Assad dachte, er habe den Demonstranten ein hartes Ende gegeben. Doch genau das Gegenteil passierte. Immer mehr Menschen gingen gegen das Regime auf die Straße in Daraa und vielen von ihnen wurden getötet. Doch der Ruf der Freiheit wurde immer stärker und breitete sich in den ganzen Städten Syrien aus. Wir alle kennen die Stadt Hama, die als Hochburg der Oppositionellen gilt. Auch in Homs und Idlib und der Azur und Latakia, sogar im Zentrum der Hauptstadt Damaskus, forderten die Demonstranten für ein Ende des Baas-Regimes und dem Sturz von Bashar al-Assad. Doch anstatt den Forderungen der Demonstranten nachzugehen, hat der Präsident
die Sicherheitskräfte und ich war zu dieser Zeit ein Soldat am Sicherheitsapparat, hatte die Sicherheitskräfte und die Geheimpolizei sowie die Panzer in fast allen Städten Syriens verlegt. Viele Menschen starben an den Operationen der Regierung und viele wurden festgenommen. Unter diesem Druck im Innen Syrien und der internationale Druck gegen die syrische Regierung versuchte Bashar al-Assad mit Reformsversprechen die Protestbewegung zu schwächen, ignorierte aber den internationalen Druck der Weltgemeinschaft. In dieser Stelle möchte ich mich an die EU-Ministerrat für die Einigung eines Waffenembargo sowie Sanktionen und Vermögensversperren und Einreiseverbote gegen die Vertreter der syrischen Regierung bedanken. Ich möchte auch den Außenminister Westerwelle und der Bundeskanzlerin Merkel für ihre rechtliche Stellung gegen der syrischen Regierung danken. Vielen Dank auch an die Bundesregierung für den direkten Kontakt mit den Vertretern der syrischen Opposition. Das syrische Volk wird Ihnen diese Stellung nie vergessen. Dankeschön auch an die deutsche Botschaft in Damaskus, die mir und meiner Familie immer zur Seite stand. Das syrische Volk braucht aber nicht nur eine internationale diplomatische Stellung gegen das Regime, sondern auch finanzielle und menschliche Hilfe. Die Vermögenssperren der Verwandten und Vertreter des Regimes müssen aus meiner Ansicht an das Volk weitergeleitet werden. Denn die Menschen in Syrien sterben. In vielen Städten seien die Strom- und Wasserversorgung sowie Telefon- und Internetverbindung gekappt worden. Auch Krankenhäuser sind voll von Verletzten und Toten und es engt an Medizin sowie auch an Lebensmittelversorgungen. Dies ist natürlich eine gewisse Struktur des Regimes, um den Ruf der Demonstranten zum Schweigen zu bringen. Wie alle jetzt wissen, ist die syrische Armee in den meisten Städten eingedrungen und die Panzer haben viele der Straßen besetzt. Auch Heckenschützen haben sie auf den hohen Gebäuden positioniert, um Oppositionelle zu erschießen. Die syrischen Städte werden von Militärflugzeugen und auf Erden sowie auch vom Meer bombardiert. Die Situation in Syrien eskaliert sich von Tag zu Tag. Doch das syrische Volk hat sich entschieden, ihren Aufstand zu verteidigen, solange bis Allah uns hilft, den Sturz von Bashar zu erreichen. Stellen Sie sich vor, dass seit Mitte März bis zu diesem Tag, der 4. September 2011, mehr als 5000 Menschen ums Leben gekommen sind und die gewaltsame Repression gegen das Volk nimmt kein Ende. Auch viele Menschen sind in den Händen der Regierung gefallen, viele von ihnen wurden getötet und andere wegen Folterung gestorben. Ich schäme mich, wenn ich sage, dass ich die meisten furchtbaren Aktionen miterlebt habe und dass ich bis Anfang August auf der falschen Seite stand. Ich werde niemals die Leichen von jungen und älteren Männern und Frauen, aber auch Kindern auf den Straßen vergessen. Doch dann habe ich meine Angst besiegt und entschloss mich, von der Armee zu erreißen. In dieser Zeit wurde von einer neuen Armee gesprochen, der Name der Armee die Freie Syrische Armee trägt. Das einzige Ziel dieser Armee war es, dem friedlichen Volk in Syrien von Christen sowie Muslimen, seien sie Sunniten, Aleviten, Schiiten, sowie die Araber oder auch die Kurden zu helfen und zu schützen gegen die Regierung. Ich habe den Ruf von dem Gründer der Armee, der Colonel Riyad al-Assad, gefolgt und bin jetzt mit großem Stolz ein Soldat in dieser Armee. Ich weiß, dass ich jetzt auf der richtigen Stelle stehe, um diesem friedlichen, wundervollen Volk zu helfen, gegen diesen Tyrannen. Mir ist klar, dass am Ende das syrische Volk den Kampf der Freiheit gewinnen wird und dass der Sturz von Bashar al-Assad immer näher kommt. Wir alle warten auf diesen hoffentlichen Tag. Die Regierung muss für jeden Tropfen Blut verurteilt werden, denn dieses Blutvergießen der Märtyrer wird nicht umsonst sein. Am Ende möchte ich mich an Ihnen allen danken für Ihre Zeit und hoffe, dass Sie uns Unterstützung bieten. Denn Syrien und ich brauchen Ihre Unterstützung jetzt mehr als jene Zeit bevor. Vergessen Sie bitte nicht, wie sehr Adolf Hitler Deutschland in den Boden gezogen hat und wie kriegsblutig er war. Hitler verstarb in Deutschland, aber erwachte wieder neu in Syrien. Bitte helfen Sie uns. Ich bin stolz auf die Bundesrepublik Deutschland und bin stolz, nicht nur Syrer, sondern auch Deutscher zu sein, denn dort bin ich aufgewachsen. Vielen Dank an das deutsche Volk. Vielen Dank fürs Zuschauen.